Ich weiß, wie es ist, ganz Mensch zu sein. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich bin wie du, aus Fleisch und Blut, und weiß, was Leben ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Weltweit am Leben dran, dem TV-Magazin der Liebenzeller Mission. Es gibt Dinge im Leben, die so unerklärlich oder außergewöhnlich sind, dass man nur staunen kann. Umgangssprachlich bezeichnen wir solche Erfahrungen als Wunder. In unserer heutigen Sendung »Ist das nicht wunderbar?« stellen wir Ihnen Menschen vor, die von solchen Wundern in ihrem Leben berichten. So auch in unserem ersten Beitrag. Melanie Kramer ist Hebamme. Ihre Arbeit im Kreissaal bringt sie immer wieder an ihre Grenzen und gleichzeitig zum Staunen. Eines Tages als Hebamme zu arbeiten, konnte sich Melanie Kramer in ihrer Schulzeit nicht vorstellen. Sie hatte einfach keinerlei Berührungspunkte mit diesem Beruf. Erst ein freiwilliges soziales Jahr nach dem Abitur weckte ihr Interesse. An ihren allerersten Tag im Kreissaal erinnert sie sich noch ganz genau. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gucke mir das mal an und habe dann ein Praktikum gemacht nach meinem FSJ. Und eigentlich nach dem ersten Dienst war klar, dass ich das machen möchte, ja. Es war recht viel los in dem Dienst und es war früh morgens, das weiß ich noch. Und es war halt eine Geburt, war auch ziemlich turbulent am Ende. Und dieses Erlebnis, dieser Flash quasi, als das Kind dann da war und alles war dann gut, das hat mich so gepackt. Ich hatte so Gänsehaut und dann war für mich klar, das ist eigentlich ein ziemlich toller Beruf. Melanie Kramer arbeitet am Helios Klinikum Pforzheim. Sie ist jedes Mal aufs Neue fasziniert, wenn ein Kind das Licht der Welt erblickt. Im Prinzip ist es schon einfach so ein Wow-Effekt. Frauen oder Paare kommen. So eine Geburt ist ja in der Regel schon auch sehr nervenaufreibend. Also natürlich vor allem für die Paare, für die Frauen. Also die Frauen müssen die Wehen natürlich aushalten, sag ich mal, oder die verarbeiten. Ja, die Männer stehen den Frauen bei, sind oft auch natürlich auch überfordert mit der Situation. Wir müssen dann gucken, dass wir einen guten Weg finden in der Begleitung. Und dann am Ende ist es alles sehr turbulent, auch laut. Und dann kommt das Baby auf die Welt und abrupt ist alles ganz anders. Also dann kommt ein Lächeln auf das Gesicht der Eltern, auch natürlich auch bei uns. Die Anspannung fällt ab. Es ist ein absolut magischer Moment, wenn dann das Kind da ist. Alle quasi treten eigentlich ein Stück zurück jetzt von uns als Personal. Und man lässt jetzt erstmal das Baby ankommen, begrüßt es auf der Welt. Und ich weiß nicht, das kann man nicht beschreiben. Das ist natürlich nicht immer gleich, aber ich habe schon oft auch noch Gänsehaut, weil man so viel miteinander geschafft hat. Das ist auch ein sehr, sehr intensiver Moment ist. Also man ist brutal intensiv an den Paaren und an den Frauen dran. Und dann dieses, das ist dann plötzlich alles gut. Das ist unbeschreiblich, ja. Für die vierfache Mutter ist die Geburt eines Kindes immer auch ein Wunder und kostbares Geschenk, das schlussendlich von Gott kommt, dem Schöpfer aller Dinge. Letztendlich ist es schon immer auch ein Wunder, ja, was ich eigentlich bestaune. Weil, klar, man kann sich natürlich sagen, die Natur hat alles so eingerichtet, ja. Das sagen ja viele quasi, das ist alles so, die Abläufe, wie das alles zusammenspielt. Aber eigentlich, also das spiegeln auch ziemlich viele Paare wieder. Das ist so was Besonderes, so was Perfektes, was mich eigentlich nach wie vor auch überzeugen lässt, das ist was Göttliches. Dieses Zusammenspiel von Hormonen, von Abläufen, ja, das ist so gut durchdacht, auch im Nachhinein, ja. Also wenn die Kinder dann kommen und diese Hormonausschüttung, dann wird Oxytocin ausgeschüttet, das Liebeshormon. Das brauchen die Eltern auch, um eine Bindung aufzubauen und so weiter. Das ist so gut durchdacht. Da ist es für mich eigentlich nicht nur, dass das die Natur von selbst gemacht hat, sondern das ist für mich eigentlich klar, dass da Gott
das nur machen konnte und auch quasi uns auch in auch uns Menschen in unseren Bedürfnissen sieht, was wir brauchen, auch quasi um so eine langfristige Bindung aufzubauen. Oft haben Melanie Kramer und ihre Kolleginnen kaum eine freie Minute. Ganz bewusst wendet sie sich daher im Gebet an Gott. Ich bin froh, dass ich den Glauben habe, weil wir natürlich oft auch schwierige Situationen haben und ich mir dann da schon auch die Weisheit erbitte, dass ich gute Gedanken habe. Was können wir jetzt als Nächstes machen? Und auch froh bin, dass ich die Stütze quasi habe, auch mal zu sagen, Herr, hilf mir, ich schaff's jetzt hier gerade nicht mehr oder es ist zu viel, bitte schenk mir Kraft. Ja, oder wenn ich in den Kreissaal gehe und sage, ich weiß gar nicht, was mich heute erwartet, dann kann ich Gott bitten, bitte statte du mich mit dem aus, was ich heute brauche. Also das habe ich auch Kolleginnen, die Christen sind und da sind wir uns eigentlich alle einig, dass das total ein starker Helfer ist, den wir da immer auch mit reinnehmen. Viele Jahre war Familie Krause für die Liebenzeller Mission in Papua-Neuguinea unterwegs. Mehrmals haben sie Gottes Eingreifen und seine Bewahrung erlebt. Zum Beispiel auch in einer Situation, in der sie dringend medizinische Hilfe benötigt hätten. Es gab aber weit und breit kein Krankenhaus und keinen Arzt. Manus im Norden von Papua-Neuguinea ist paradiesisch schön. Der tropische Regenwald erstreckt sich fast über die ganze Insel. Es war Anfang der 80er Jahre, als Beate und Detlef Krause von der Liebenzähler Mission dorthin ausgesandt wurden. Ihr Auftrag war es, christliche Gemeinden aufzubauen. In den 13 Jahren auf der Insel Manus kamen auch drei ihrer Söhne zur Welt. Ein Tag ist Detlef Krause aus dieser Zeit noch besonders in Erinnerung geblieben. Geplant war ein gemeinsamer Filmabend mit den anderen Familien der Missionsstation. Es ist alles vorbereitet und doch kommt es ganz anders als erwartet. Unser Ältester, der hatte draußen noch mit Freunden gespielt, der kam mit Hochrot im Kopf reingerannt und bei 35 Grad im Schatten und er war durstig. Jetzt war es so, an diesem Tag hatte meine Frau als Überraschung auch für unsere Gäste Laugenbrezeln gemacht. Und sie hatte irgendwo, ich weiß gar nicht mehr woher, Lauge bekommen und hatte die Brezeln gemacht und hatte den Rest der Lauge, das wollte sie nicht wegschütten, in ein Glas mit Deckel drauf, aber nicht beschriftet, in den Kühlschrank gestellt. Und unser Ältester kam rein, riss den Kühlschrank auf, sieht das Glas, macht den Deckel auf, setzt an und trinkt. Und der hat natürlich ganz schnell gemerkt, da stimmt was nicht, weil es hat den Mund gebrannt, aber der hatte schon die ersten Schlucke runter. Und er hat einen Schrei gelassen und fing dann sofort an, sich zu übergeben. Und wir waren natürlich hell entsetzt, weil wir uns im Klaren waren, so eine Lauge, die verbrennt die Schleimhäute. Und als erste Reaktion haben wir Milch genommen und haben ihn gezwungen, Milch zu trinken. Aber der hat ein paar Schlucke getrunken, hat sich sofort wieder übergeben. Sofort versucht Detlef Krause, den Arzt in der Inselhauptstadt Lorengau telefonisch zu erreichen. Doch der Verbindungsaufbau dauert. Erst nach einer Weile kommt er durch und muss erschrocken feststellen, dass dieser beim Angeln ist. In seiner Not wendet er sich an einen amerikanischen Arzt in Rabaul, hunderte Kilometer entfernt auf einer ganz anderen Insel. Ich brauchte irgendwie einen Rat, was mache ich jetzt in der Situation? Ich habe ihm das beschrieben und der hat zu mir dann gesagt, naja, man kann nicht viel machen. Ich dachte, wir bräuchten eigentlich jetzt dringend ein Krankenhaus, wo man vielleicht versucht, noch was zu retten. Aber bei uns, nächste Flugzeug wäre in 3 Tagen gekommen. Es war überhaupt keine Chance, irgendwo hinzugehen. Und das Einzige, was wir dann gemacht haben, war ganz einfach, wir haben gebetet, haben Gott einfach gebeten, dass irgendwie keine größeren Schäden verursacht. Und wir haben unseren Ältesten gezwungen, Milch zu trinken. Der hat Milch getrunken, hat sie rausgespuckt, wieder getrunken, wieder rausgespuckt. Das heißt, immer wieder Milch rein und raus. Und irgendwann, so nach einer halben Stunde, blieb die Milch drin.
Und dann haben wir ihn immer noch wieder gezwungen, weiter zu trinken. Irgendwann hat er sich dann mal auch so beruhigt und wir haben dann den Film ablaufen lassen. Dann war er auch abgelenkt und wir alle miteinander. Und für uns das Unfassbare war eigentlich auch im Nachhinein, er hat eigentlich keinerlei Schädigungen zurückbehalten. Er ist ja jetzt erwachsen, er wird jetzt 40 dieses Jahr. Uns ist nichts bewusst, dass irgendwas zurückgeblieben ist. Und für mich ist das eigentlich ein Wunder, dass da nichts passiert ist, als er diese Lauge getrunken hat. Und da sind wir Gott sehr dankbar. Die Lage war eigentlich aussichtslos. Weit und breit gab es keine medizinische Hilfe. Familie Krause erlebte, wie Gott selbst hilft und Gebete erhört. Ein Wunder, das sich stark in die Erinnerungen eingebrannt hat. Dabei ist es Detlef Krause wichtig zu betonen, dass Gottes Wirken nicht auf solche Ausnahmesituationen beschränkt ist. So wie Gott in unserem Leben handelt, handelt er oft im geschöpflichen Rahmen, also auch nach den Gesetzmäßigkeiten. Auch eine gelungene Operation oder ein Medikament, das anschlägt, ist für mich in dem Sinne ein Handeln Gottes, ein Wunder. Da ist oft auch nichts selbstverständlich. Und gleichzeitig weiß ich das und habe das auch erfahren, dass Gott manchmal wirklich außergewöhnliche Dinge tut. Er tut sie nicht immer, aber er tut sie punktuell. Ich bin der Meinung, dass Gott die Wunder tut, einfach um uns vielleicht vor Augen zu führen, dass das andere, was er uns zugesagt hat, eben auch stimmt. Wir werden auf dieser Erde nicht für ewig bleiben. Irgendwann sterben wir mal, irgendwann zerfällt der Körper. Wir werden krank oder irgendwas anderes und uns wird kein Wunder mehr helfen. Aber das ist ja auch nicht unsere Bestimmung, hier für ewig auf der Welt zu bleiben. Unsere Bestimmung ist Gottes neue Welt, da gehören wir hin. Und auf dem Weg begleitet uns Gott, aber auf dem Weg dorthin tut Gott auch Wunder. Manchmal ganz kleine Wunder und manchmal auch richtig große. Kathrini Chuala aus Sambia wurde beschuldigt, Zauberei zu betreiben und für den Tod ihres Enkelsohns verantwortlich zu sein. Von ihrer engsten Verwandtschaft wurde sie deshalb brutal zusammengeschlagen und aus der Familiengemeinschaft ausgestoßen. Zu schwach, um für sich zu sorgen, konnte sie nur noch auf ein Wunder hoffen. Mitten im Kupfergürtel Sambias liegt Ndola. Die drittgrößte Stadt des afrikanischen Landes bildet gleichzeitig auch deren wirtschaftliches Zentrum. Doch vom Abbau der wertvollen Bodenschätze profitiert die Bevölkerung kaum. Armut bestimmt den Alltag vieler Menschen. So auch in Mushili, einer Stadtrandsiedlung von Ndola mit rund 80.000 Bewohnern. Hier hat die Liebenzeller Mission mit der einheimischen Partnerkirche 2003 das Projekt Dawn Trust ins Leben gerufen. Das Motto: Hilfe zum Leben. Mit verschiedenen Ausbildungs-, Schulungs- und Freizeitangeboten soll den Menschen in Mushili ein Weg aus der Armut eröffnet werden. Dazu zählt auch Foundations for Farming, ein Ausbildungsprogramm im Bereich Landwirtschaft. Kleinbauern erlernen hier auf Musterfeldern den Anbau von Nutzpflanzen und Bäumen. Das trägt zu einer nachhaltigen und besseren Ernte bei. Und noch viel mehr, wie der Fall von Kathrini Chuala zeigt. Ja, in November 2020. Im November 2020 war ich in Lusaka, der Hauptstadt von Sambia. In dieser Zeit infizierte sich mein Enkelsohn, der mit mir hier in Chuala lebte, mit Malaria. Auch meine Tochter, seine Mutter, war zu dieser Zeit unterwegs. Meinem Enkelsohn ging es immer schlechter, aber er konnte nicht ins Krankenhaus, sondern bekam nur Medizin. Am 27. November 2020 starb er an den Folgen seiner schweren Malaria-Infektion. Sobald ich vom Tod meines Enkelsohnes erfahren habe, bin ich sofort von Lusaka hierher zurückgekehrt.
Ich habe nicht geahnt, was auf mich zukommen würde. Am Samstag holten wir den Leichnam aus dem Leichenschauhaus ab und gingen damit zum Grab. Da hörte ich zum ersten Mal von den Gerüchten einiger Verwandter, dass ich durch Hexerei meinen Enkel getötet haben soll. Direkt nach der Beerdigung gingen meine Familienmitglieder auf mich los. Sie drohten, mich zu töten und schlugen mich brutal zusammen, ja fast zu Tode. Dann wurde ich vor die Tür der Hütte des Häuptlings geschleift. Wäre ich zu dieser Zeit nicht vor der Hütte des Häuptlings gelandet, wäre ich wahrscheinlich gestorben. Man brachte mich ins Krankenhaus. Nach 2 Tagen wurde ich wieder entlassen. Aber die Verletzungen und Schmerzen waren so groß, dass ich einen Monat lang mein Haus nicht verlassen konnte. Ich hatte auch keine Kraft, körperlich irgendetwas zu tun. Doch das Schicksal von Kathrini Joala bleibt nicht unbemerkt. Ein Pfarrer aus der Region bittet das Team um Missionar Dietmar Brunner um Hilfe. Sie sollen als Außenstehende zwischen den beiden Parteien vermitteln. Wir haben versucht, ein Treffen zu organisieren. Leider kamen ihre anderen Verwandten nicht. Sie war da, aber alle ihr Bruder, der Rädelsführer war, und auch die anderen wichtigen Leute in der Familie, die kamen nicht. Und deswegen konnten wir nur in der Bibel lesen mit ihr und sie auf Jesus hinweisen, der am Kreuz vor seinem Tod seinen Feinden vergeben hat, sozusagen seinen Mördern vergeben hat. Und er das auch für uns möchte, dass wir unseren Feinden vergeben und unsere Feinde lieben. Und von uns aus, klar, können wir das nicht machen, sondern nur durch ihn. Und mit dieser Nachricht haben wir sie einfach zurückgelassen, mit ihr gebetet. Neben den körperlichen und seelischen Wunden hat Kathrini Joala noch ein weiteres Problem. Sie hat keine Kraft, auf ihrem Feld Mais zu sehen, und ohne Saat keine Ernte. Wir haben dann auch geholfen auf dem Feld, weil sie ja sonst das ganze Jahr über nichts zu essen hätte. Und so hat unser Landwirtschaftsmitarbeiter mit ein paar Leuten hier in der Gegend ein kleines Feld angelegt und hat Mais angesät. Obwohl es schon sehr spät war in der Saison und wir eigentlich nicht erwartet haben, dass da noch groß was passiert, weil ja normalerweise umso später man sät, die Ernte weiter runtergeht. Und auch die 68-Jährige war skeptisch. Ich hatte keine Hoffnung, dass irgendetwas wachsen würde, als das Feld im Januar 2021 bestellt wurde. Denn alle anderen hatten schon längst den Mais eingesät. Doch zur Überraschung aller fällt die Ernte von Kathrini Joala besonders ergiebig aus. Für uns war es wie ein Wunder, wirklich was Gutes drauf gewachsen. Es war auch das Feld hier. Und ja, sie hatte da 7 Säcke oder 6,5 Säcke Mais geerntet, obwohl es eigentlich fast unmöglich war. Und das war schon ein Wunder an sich. Und als wir dann hier waren, auf dem Feld, unseren kleinen Dankesgottesdienst gemacht haben, hat sie dann auch vor ihren Nachbarn erzählt, dass sie sich entschieden hat, ihrem Bruder und ihrer Verwandtschaft zu vergeben. Und das war echt für uns eine freudige Nachricht und auch einfach echt genial, das zu sehen. Die Bibel lehrt uns, dass wir denen vergeben sollen, die gegen uns gesündigt haben. Ich habe all denen vergeben, die gegen mich vorgegangen sind. Heute ist mein Leben und mein Herz wirklich frei. Eine Entscheidung, von der auch ihre Verwandten erfahren. Unser Landwirtschaftsmitarbeiter hat den Bruder getroffen am gleichen Tag und hat ihn einfach herausgefordert. Der Bruder wollte wissen, was wir hier gemacht haben. Und er hat ihm gesagt, hey, deine Schwester hat dir vergeben. Und der Bruder hat dann auch auf den Boden geschaut und hat gesagt, ja, ich weiß, ich sollte eigentlich auch zu ihr hingehen. Und er ging zu ihr hin und hat sogar ein Geschenk mitgebracht und hat sie um Vergebung gebeten. Und das ist so genial zu erleben, dass die Menschen sich vergeben können, versöhnen können, einfach auch durch die Kraft von Jesus. Kathrini Joala hat nach einem schweren Schicksalsschlag erlebt, wie Gott sie durch eine überreiche Ernte versorgt.
und auch, wie er Versöhnung zwischen verfeindeten Parteien schenken kann. In alledem hat Kathrini Gottes Größe erfahren. Gott tut auch heute noch Wunder. Das ist der Tenor dieser eindrucksvollen Geschichten. Dabei ist klar, Gott ist kein Wunschautomat. Er möchte eine Beziehung zu jedem Einzelnen haben. Ein Leben ohne Leid und in vollkommenem Frieden hat er uns für die Ewigkeit versprochen. Und dennoch dürfen und sollen Christen auch jetzt schon von Gott Großes erwarten. Er ist dasselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei ihm möglich. Das können wir an vielen Stellen in der Bibel nachlesen, wie auch der nachfolgende Clip zeigt. Ich danke dir und staune, dass du mich so unglaublich wunderbar gemacht hast. Deine Werke sind reine Wunder. Meine Seele weiß das genau. Ich will dir danken, Herr, von ganzem Herzen. Von all deinen Wundertaten will ich erzählen. Gelobt sei Gott der Herr. Der Gott Israels, er allein tut Wunder. Dann sagte Josua zum Volk: Sorgt dafür, dass ihr heilig seid, denn morgen wird der Herr unter euch große Wunder tun. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Du bist der Gott, der Zeichen und Wunder tut. Damit sind wir schon am Ende angekommen. Ich hoffe, Ihnen hat die Sendung gefallen. Gerne dürfen Sie für unsere Arbeit beten und Weltweit am Leben dran weiterempfehlen. Wir danken Ihnen auch, wenn Sie die Produktion unserer Sendung finanziell unterstützen. Unser Spendenkonto lautet Liebenzeller Mission, Sparkasse Pforzheim-Kalf, IBAN DE 27 6665 00 85 00 03 300234. Verwendungszweck TV weltweit. Wenn Sie noch mehr über unsere Sendung wissen möchten, dann rufen Sie uns doch einfach an. Unter der Nummer 0185 33 50 15 sind wir gerne für Sie da. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen Gottes Segen. Weltweit am Leben dran, das TV-Magazin der Liebenzeller Mission. Diese Sendung ist auch auf www.liebenzell.tv zu sehen, sowie auf DVD erhältlich.